Wenn das Baby Schnupfen hat, haben das Baby und seine Eltern ein echtes Problem. Aber oft helfen ein paar einfache Maßnahmen, die Sie wissen sollten und gleich erfahren werden. Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Babys können nicht schneuzen und deshalb tun sie sich auch bei einem einfachen Schnupfen wesentlich schwerer als wir Großen. Aber leider gibt es keine Methode, die das Schneuzen gleichwertig ersetzen könnte. Dafür husten aber Schnupfenbabys umso mehr, weil der nicht ausgeschneuzte Nasenrotz beim Liegen nach hinten unten in den Hals zum Kehlkopf fließt und dort einen Hustenreiz auslöst. Da ist dann natürlich beim Abhören nichts auf der Lunge zu hören und die normalen Hustensäfte haben keinerlei Wirkung beim Babyschnupfenhusten. Zwar helfen abschwellende Nasentropfen kurzfristig für ein paar wenige Stunden, aber sie sollten ja nicht regelmäßig länger als eine Woche am Stück gegeben werden. Kochsalznasentropfen haben nur einen begrenzten Effekt durch die Befeuchtung und das Spülen der Nase. Das Absaugen der Nase funktioniert auch nur, solange das Sekret flüssig und absaugbar ist. Die meisten Babys hassen das und wehren sich dagegen. Das Hauptproblem beim Babyschnupfen ist die Verstopfung der Nase durch A, das Sekret, und B, durch die Schwellung der Schleimhaut, mit der Folge, dass das Kind nicht durch die Nase atmen kann, sondern nur durch den Mund, was nicht nur den Hustenreiz verstärkt, sondern Probleme beim Trinken macht, weil es normalerweise während dem Trinken durch die Nase atmen kann und genau das beim Schnupfen eben nicht geht. Aber vor allem gibt es Probleme beim Schlafen, weil ein Kind nicht gut schläft, wenn es durch den Mund atmen muss. Und wenn das Baby nicht gut schläft, schlafen die Eltern auch nicht besser. Also, was rate ich Ihnen zu tun? Ich nenne Ihnen jetzt drei einfache Maßnahmen und Mittel, mit denen Sie dem Baby und damit sich selbst helfen können. Erstens, wenn Sie mit Ihrem Kind beim Spazierengehen an der frischen Luft sind, werden Sie merken, dass innerhalb weniger Minuten die Nase aufgeht und das Kind friedlich schläft, weil es wieder durch die Nase atmen kann. Die kühle, feuchte Luft führt zur Abschwellung der Schleimhaut. Das können Sie auch bei sich selbst überprüfen, wenn Sie einen Schnupfen haben und nach draußen gehen. Sofort geht Ihre Nase auf. Machen Sie die Heizung im Schlafzimmer aus und kippen Sie ein Fenster, sodass immer ein bisschen kühle und feuchte Luft reinkommen kann. Zweitens, die Lagerung. Wenn Sie das Bett Ihres Babys schräg stellen, das heißt zu einer schiefen Ebene machen, liegt die Nase höher und geht nicht so schnell zu. Bitte keine Kissen oder Aktenordner zur Kopfhochlagerung benutzen, sondern besser das ganze Bett schräg stellen, wie Sie es hier sehen oder noch genauer erklärt in meinem Video darüber finden. Und eine dritte große Hilfe beim Babyschnupfen ist die Zwiebel. Die ganz normale Küchenzwiebel, die schon unsere Urahnen erfolgreich einsetzten, weil damals gab es noch keine Nasentropfen, sondern nur natürliche Mittel. Die Zwiebel sondert ein ätherisches Öl ab, welches auf die Schleimhäute der Nase abschwellend wirkt und das dauerhaft, die ganze Nacht über und gänzlich ohne Nebenwirkungen. Zugegeben, riechen tut's nicht besonders gut, aber wenn ein Baby damit ohne Nebenwirkungen viel besser durch die Nacht kommt und damit auch Sie, wiegt es das auf. Schneiden Sie die Zwiebel in Scheiben, tun Sie sie in ein Säckchen und hängen sie ans Babybett oder legen Sie die Scheiben auf einen Teller neben das Bett. Bei Babys ist alles klein, insbesondere die Nase, und da braucht es nicht viel, dass sie verstopft. Umso wichtiger ist es, dass Sie diese drei einfachen Maßnahmen kennen und anwenden, um Ihrem Baby und damit auch Ihnen selbst helfen zu können. Frischluft, Hochlagerung und die Zwiebel. Probieren Sie es doch einfach aus. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen.